Bug-in oder Bug-out. Eigentlich müsste es heißen Bug-in und notfalls Bug-out. Der einzige Vorteil am Bug-out ist die vermeintliche Sicherheit vor Plünderern und Verfolgern. Dafür gibt man alle Vorteile des Bug-in auf. In unserer Gegend birgt ein längerfristiges Bug-out viele Gefahren. Vor allem in Zeiten schlechter Witterung, der kalten Jahreszeit, die in Deutschland bis zu 6 Monate dauern und in der man auch weniger Nahrung erbeuten kann, wird eine Bug-out-Situation zur körperlichen und mentalen Belastung. Umso schneller und intensiver, wenn man eine gesundheitliche Beeinträchtigung hat, mit kleinen Kindern unterwegs ist oder sich Schwangere in der Gruppe befinden. Eine echte Krisensituation führt auch schnell zu Depressionen, da man nicht nur über Verluste materieller Art hinwegkommen muss, sondern sich auch das Leben von heute auf morgen ändert. Bug-out ist durchaus sinnvoll, um einige Tage zu verschwinden oder von einem sicheren Ort zu einem anderen zu kommen. Hierbei sollte man so planen, dass man keine Gewaltmärsche einplant. 10 Kilometer Luftlinie sind auch mit Kindern oder Handicaps noch zu meistern. Auf vorher geplanten Fluchtrouten kann man sich auch noch mit Außendepots absichern, wenn man eine Flucht über mehr als 3 Tage sicherstellen muss. Gerade eine Bug-out-Situation mit Kindern kann sich schwierig gestalten. Kinder werden schnell quengelig, da sie die Situation nicht wirklich begreifen. Sie werden laut und damit wird die Gefahr, doch entdeckt zu werden, vergrößert. Nehmt kleine Gesellschaftsspiele, Spielkarten und ähnliches mit, um Kinder zu beschäftigen und sie abzulenken. Versucht so lange wie möglich eine Bug-in-Situation aufrechtzuerhalten, ohne eure Sicherheit zu gefährden, und bewegt euch dann so schnell und sicher wie möglich zum nächsten sicheren Ort, um dort wieder in den Bug-in-Modus zu wechseln. Was macht man, wenn man keinen sicheren Ausweichort hat, um längerfristige Bug-out-Situationen zu vermeiden? Sucht nach Verwandten, Freunden und Bekannten in eurer Umgebung. Dabei sollte die Entfernung unter 100 Kilometer liegen. Sucht das Gespräch, klärt sie auf und bittet darum, im Krisenfall unterkommen zu können. Bietet als Gegenleistung euer Wissen an und hinterlegt ein Depot in einer oder mehreren Weitholztonnen, um im Krisenfall nicht zur Belastung zu werden. Sucht zudem in der Nähe der möglichen sicheren Zweitorte eine Bug-out-Location, an die ihr euch notfalls zurückziehen könnt. Nicht vergessen, solche Freundschaften wollen gepflegt sein.
Ihr findet keinen sicheren Ausweichort. Was nun? Die letzte Alternative vor einem längerfristigen Bugout ist es, sogenannte Lost Places aufzusuchen und dort unterzuziehen. Das bietet weniger Sicherheit und Komfort, ist aber besser als nichts. Zieht dabei auch ungewöhnliche Orte, wie zum Beispiel Brückenlager, abgelegene Höhlen oder Ähnliches in Betracht. Wenn alle Stricke reißen, wird man um eine längere Bugout-Periode nicht umhinkommen. Versucht dann im ländlichen Bereich wenigstens für ein paar Tage auf Höfen, in Stallungen oder Häusern aufgenommen zu werden. Bietet eure Mithilfe und Fertigkeiten als Gegenleistung an. Möglicherweise kommt ihr so sogar längerfristig unter. Wenn ihr länger als 3 Wochen im Bugout-Modus verbringen müsst, würde ich schon von einer Dauerflucht sprechen. In der wärmeren Jahreszeit werdet ihr möglicherweise genug Essen zum Überleben finden, auch wenn es nicht leicht sein wird. Ab November bis April wird es extrem schwer werden, sich in einer Bugout-Situation zu versorgen. Unabhängig davon müsst ihr darauf achten, nicht zu erkranken oder euch zu verletzen. Eine Hausgeburt ohne Hebamme ist schon nicht einfach. Draußen wird sie zur tödlichen Gefahr für Mutter und Kind. Selbst kleine Verletzungen können sich entzünden und zu einer Blutvergiftung führen. Brennholz wird mit der Zeit knapp werden, wenn man die Umgebung schon abgegrast hat.
Daher ist es in solchen Situationen wichtig, sich eine Zweit- und möglicherweise Drittlocation aufzubauen, um nötigenfalls umziehen zu können.